Das Orgelporträt. Die Österreich-Tonius-Orgel in Büchenberg. Büchenberg ist ein Ortsteil der Gemeinde Eichenzell im osthessischen Landkreis Fulda an den westlichen Ausläufern der Rhön gelegen. Das Dorf wird erstmals in einer Urkunde König Heinrichs II. Aus dem Jahre 1012 genannt, in der dem Kloster Fulda das Waldgebiet des Zunderhardt geschenkt wurde. 1971 wurde die Gemeinde Büchenberg in die Gemeinde Eichenzell eingegliedert. Heute hat der Ort etwas über 900 Einwohnerinnen und Einwohner. Eine Kapelle in Büchenberg wird erstmals 1630 genannt. Sie war 1656 dem heiligen Jakobus dem Älteren sowie dem heiligen Martin und dem heiligen Nikolaus geweiht. Die heutige katholische Kirche St. Jakobus ist ein stattlicher Bau, der in den Jahren 1905 bis 1907 im neugotischen Stil errichtet wurde. Die Kirche ist, was relativ unüblich ist, zweischiffig, mit den Säulen in der Mitte. Mündlicher Überlieferung im Dorf zufolge hat der damalige Pfarrer von Hattenhof, zu dem Büchenberg als Filiale gehörte, beim Betrachten des Bauplans gesagt, die Kirche sei zu groß. Somit habe er ein Drittel daran gestrichen. Wie auch immer, aus der alten Kirche übernommen wurde die Orgel, die 1864 von Josef Österreich erbaut wurde. Zu Beginn hörten wir die Choralbearbeitung »Liebster Immanuel« von Günther Ramin. Er komponierte dieses Stück als junger Thomas-Organist, in der Tonsprache den späten Choralbearbeitungen Max Regers nicht unähnlich, um 1919. Büchenberg, der Ortsname ist in seiner Bedeutung verwandt mit Buchonia, der alten Bezeichnung für die Umgebung Fuldas. Buchonia, das heißt Hügelland oder auch Buchenland. Ein Stern geht auf im Buchenland, ist der Titel der nun folgenden Choralbearbeitung aus der Feder des Fuldaer Stadtkantors Christian Scherer. Dieser wurde 1864 geboren, in dem Jahr, in dem die Büchenberger Orgel errichtet wurde. Thank you.
Josef Oestreich, der Erbauer der Büchenberger Orgel, wurde 1817 als Sohn von Johann Adam Oestreich geboren. Er repräsentiert die vierte Generation jener traditionsreichen Orgelbauerfamilie, die Mitte des 18. Jahrhunderts mit Jost Oestreich in Oberbimbach begonnen hat und im Schaffen von Johann Markus Oestreich einen Höhepunkt erreichte. Die beiden Söhne von Johann Markus Oestreich, Johann Georg und Johann Adam, gehen nach anfänglich gemeinsamer Arbeit mit dem Vater später getrennte Wege. Während Johann Georg die Familienwerkstatt in Oberbimbach weiterführt, gründet Johann Adam nach einer mehrjährigen Tätigkeit in Westfalen eine eigene Werkstatt in Bachrhein, vor den Toren Fuldas gelegen. Dessen Sohn Josef übernahm 1847 bei seiner Heirat Anwesen und Werkstatt seines Vaters Johann Adam. Josef Oestreich hatte einen sehr guten Ruf als Orgelbauer und galt lange Zeit als der Oestreich im Fuldaer Land, wie vor ihm sein Großvater Johann Markus. Er betreute alle wichtigen Orgeln in Fulda und Umgebung, so die beiden Domorgeln, die Orgel der Stadtpfarrkirche und der Michaelskirche in Fulda und andere. Ab 1840 ist er mit eigenen Orgelarbeiten nachweisbar. 1842 half er seinem älteren Bruder Konstantin beim Orgelneubau im westfälischen Altastenberg. Diese Orgel ist leider nicht erhalten. Ebenso die Zeiten nicht überstanden hat sein Instrument von 1844 in Großenbach bei Hünfeld. Erhalten blieb in Teilen eine kleine Orgel, 1845 erbaut für die Dorfkirche zu Erdmannrode. Durch seine zahlreichen Stimm- und Pflegetätigkeiten hatte er nur selten die Gelegenheit, in Neubauten sein Können zu zeigen. Somit ist das 1864 errichtete Instrument in Büchenberg eines der wenigen Zeugnisse, dessen spätklassizistischer Prospekt und vier Register noch heute von der Kunst des Josef Oestreich Zeugnis ablegen. Beim Kirchenneubau in Büchenberg wurde das Instrument von Kaspar Schädel aus Fulda in die neue Kirche überführt und durch Anbau zusätzlicher Register auf einer pneumatischen Kegellade erweitert. 1979 erfolgte dann ein technischer Neubau durch die Orgelbauwerkstatt Manfred Tonius aus Rostal bei Nürnberg. Der Prospekt und vier Register der Oestreich-Orgel wurden hierbei übernommen. Hören wir nun die Choralbearbeitung »Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen?« von Wilhelm Volkmar. Dieser in jener Zeit hochberühmte Komponist wurde 1812 in Hersfeld geboren und prägte als Leiter des Lehrerseminars in Homberg an der Efze ein halbes Jahrhundert lang den Lehrer und damit gleichzeitig den Organistennachwuchs im Hessischen. Thank you.
heutige Österreich-Tonius-Orgel besitzt 13 Register auf einem Manual und Pedal. Gedackt und Flöte 8 Fuß im Manual stammen von Josef Österreich. Dazu kommen in 8-Fuß-Lage noch ein Prinzipal und eine Trompete. Oktave 4 und 2 Fuß, ein Gemshorn 4 Fuß und eine Quinte 2/2 Fuß ergänzen die Klanggestalt, die von einer dreifachen Mixtur bekrönt wird. Das Pedal ist mit 4 Registern ausgestattet. Subbass 16 Fuß und Gedacktbass 8 Fuß sind wiederum aus der Österreich-Orgel bis heute erhalten. Dazu kommen die neobarocken Stimmen Choralbass 4 Fuß und ein Piffero zweifach 4 und 2 Fuß. Trotz der starken Veränderungen kommt den erhaltenen Teilen der Büchenberger Österreich-Orgel eine besondere Bedeutung zu, denn aus der vierten Generation der Bachrainer Österreich-Linie sind überhaupt nur ganz wenige Pfeifenreihen, nämlich nur in Erdmannrode und in Büchenberg, erhalten. Diese lassen bis heute ihren erdig dunklen, dem Geist der Romantik verpflichteten Klangcharakter wahrnehmen. Abschließend hören wir noch das bekannte Choralvorspiel »O, wie selig seid ihr doch, ihr Frommen« aus dem Opus 122 von Johannes Brahms.